Für seine Familie. Kommt alle ein Stückchen nach vorne, zeigt uns, was Krefeld mit Hardcore verbindet. Was ist für Krefeld Hardcore? Sag uns das, Leute. Der nächste Song heißt Bomb. Was geht denn eigentlich mit Stage-Bomb?
Was ist mit Stage-Diven? Habt ihr da keinen Bock drauf oder wie läuft das hier? Ich hab gehört, der Sascha hat den Bock Stage-Diving hier oder wie? Ja, alles klar. Alle ein bisschen verträumt. Der nächste Song ist inspiriert davon, dass ich einmal in München einen Obdachlosen kennengelernt habe. Ich bin eigentlich nur an dem vorbeigelaufen, hat irgendwie ein bisschen Geld gegeben. Das hat sie gar nicht so richtig realisiert, hat das so genommen und das war ja aber irgendwie egal. Dann hat sie angefangen zu erzählen, hat ihre Geschichte erzählt, hat bestimmt halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit mir erzählt, hat ununterbrochen geredet, hat mir ihre halbe Lebensgeschichte erzählt. Und am Ende hat sie vor mir gesessen mit Tränen in ihren Augen und hat sich einfach bei mir bedankt, und zwar nicht für das Geld, sondern dafür, dass ihr irgendjemand zugehört hat. Das ist so ein Moment, wo man einfach wieder realisiert, was man in seinem täglichen Leben vielleicht auch vergisst. Man läuft einfach weiter, überlegt gar nicht, was ist eigentlich mit diesen Menschen. Man versucht vielleicht sogar zu ignorieren. Diese Menschen haben alle ihre Geschichte, diese Menschen haben alle ihre Gefühle, haben Wünsche, Träume. Wenn ihr das nächste Mal an so jemandem vorbeigeht, denkt darüber nach, das kann jeden treffen. Der nächste Song heißt Anna. Jeder kennt das aus seinem Leben, es gibt Momente, wo man denkt, es geht nicht mehr weiter, man weiß nicht, was geschehen ist, man weiß nicht, was einen aus der Bahn geworfen hat. Man findet keinen Ausweg mehr, man sitzt da und denkt, was soll ich jetzt tun, an wen soll ich mich wenden? Das sind genau die Momente, wo man positiv weiterdenken muss, wo man das nehmen muss, diese positive Energie nehmen muss, sich daran festhalten muss und das in was Gutes umwandeln muss, diese neue Situation neu interpretieren und wieder nach vorne schauen. Für manche ist das Musik, für uns ist das Musik, der nächste Song heißt Licht. Musik gibt uns Energie, Musik gibt uns Kraft. Dafür seid ihr alle hier. Kommt nach vorne, singt mit. Macht das hier zu einer großen Party. Okay, kommt mal ein Stückchen wieder nach vorne jetzt hier. Los, alles klar. Lass mal ein bisschen tanzen. Los! Okay! Wie ein Ort und der Wüste, eine Tat in den Tod. Steckt der Schmerz, gedrungen das Brot. Wie ein Mensch in den Tod, wie geladen der Tod. Feuer kommt und brennt das Haus.
Für alle Bands, die heute gespielt haben. Es war ein wundervoller Abend. Es ist richtig schön, hier zu sein. Das ist unser erstes richtiges Konzert in einem Vollset. Wir sind stolz, hier zu sein in Krefeld. Wir werden uns immer daran erinnern. Der nächste Song heißt Welle. Es geht darum, sie sagen uns, ja, ihr müsst immer weitergehen, ihr müsst euch immer schneller entwickeln. Immer weiterentwickeln, immer schneller gehen. Nicht mehr nachdenken, einfach nach vorne gucken, das machen, was einem gesagt wird. Bitte keine eigenen Gedanken machen. Wir haben eine konstruierte Welt, in der wir uns bewegen. Wir haben schon vergessen, dass wir Teil, dass das alles Teil der Natur ist. Dass wir hier ein Konstrukt gebaut haben, aber da draußen ist was. Das ist größer als das alles. Wir müssen das beschützen, die Erde ist wert, dass sie beschützt wird. Wir sind verantwortlich für die Erde. Und wir müssen rausgehen in die Natur, wieder verstehen, was es bedeutet überhaupt. Was ist ein Berg, was ist ein Wald, was ist ein Meer? Das Gefühl dafür bekommen, was, wovon wir Teil sind und was wir beschützen müssen. Yeah.
Ja, ziehen wir das Glas mit mal ein bisschen an. Nächstes Song als Kapitulation. Vielleicht kommt ja hier sogar ein Circle-Pit hin oder sowas. Sieht nicht dann aus, aber. Die müden Gesichter. Komm schon, bitte. Einfach wieder ausgleichen möchte in der Sonne. Der einzige Gedanke, den wir noch verfolgen müssen, ist zu denken, dass diese Menschen in uns weiterleben. Weiter hier auf der Erde sind in dem, was sie uns gegeben haben. Sie sind ein Teil von uns und in unseren Gedanken und in unserem Herzen leben sie weiter. Das ist ein Song für unsere Freunde, für unsere Familien, für eure Freunde, für eure Familien, für Joe. Das ist ein schöner Abschluss heute feiern. Danach habt ihr schon eine schöne Party, danach kommt gut nach Hause. Danke, dass ihr hier wart. Es hat Spaß gemacht. Der nächste Song ist immer und ewig. Kommt nach vorne, singt es. Ihr kennt es auch. Kommt schon. We'll be right back.
Vielen Dank. Das war eine große Freude. Bis zum nächsten Mal.